Okay, okay, okay. Das finde ich auch schön. Ich bleib hier und mach gar nichts. Ist das Hephaistos Schmiede? Süß. Versuch dich nicht versehentlich aufzuspießen. Aber Phoenix hörte nicht mehr zu. Die Schmiede schien sie auf geheimnisvolle Weise anzuziehen. Wie gut das Adamant, steht. Das sie gefunden hatte, wollte geschmiedet werden. Dankeschön fürs Verschenken des Subs. Ah, guck mal, wir verbessern quasi einfach immer alles. Das ist ja auch cool gemacht dann. Ich habe noch nie so viele Tränke benutzt, aber vielleicht kommt das noch. Wobei auf dem Schwierigkeitsgrad... Oh. Kessel der Kirke. Schicker Kessel. Phoenix ließ das hohle Kompliment in der nachfolgenden Stille verebben. Stattdessen konzentrierte sie sich auf mögliche Rezepte für Tränke. Das sind ein paar Ideen, wie wir es Typhon heimzahlen könnten. Ihr Sterblichen braucht offenbar Anreize. Deshalb bezahle ich dir für jeden Erfolg ein paar Elektra. Und da ich der Gott des Handels bin, kannst du sie gleich hier ausgeben, um, das rätst du nie, zu handeln. Oh, wie kreativ. Du kannst natürlich auch mit deinen eigenen Elektra bezahlen. Ich dachte, der Anreiz war für mich. Naja, ich bin auch der Gott des Profits. Diese Preise... Oh. Und ich bin der Gott der Diebe. Wir haben alle unsere Laster. Was ist das da drunter? Ein Putzplan. Sonst müssen immer alle anderen hinter Ares herräumen. Hast du schon mal versucht, Blut aus einer Blutlache zu bekommen? Eine Herakles-Aufgabe. Übersicht der Heldenprüfung. Schließe Ätherprüfungen ab, um Elektra zu erhalten. Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Ah, das sind so wöchentliche Sachen. Das sind tägliche Sachen und Heldenprüfungen, okay. I'm touching myself tonight. Warum Melvig auch zwei Alerts kriegt? Keine Ahnung, aber schönen guten Abend, Melvig. Wie geht's? Guten Morgen. Einleitung ins Spiel. Wir sind Phoenix. Wir sind so ein Girl. Wir sind ja auf der Insel gestrandet, auf der Insel der Götter. Und die Götter wurden von Typhon irgendwie verdroschen. Und die müssen wir jetzt befreien. Um dann Typhon am Ende wahrscheinlich verdreschen zu können. Der da hinten in seinem duften Vulkan lebt. Tot einfach. Ja, kenne ich. Ging mir die ganze Woche so. Und geht mir eigentlich immer noch aus so. Hast du auch Audioprobleme gehabt bei dem Spiel? Oh, ist das für die jährliche Zahnuntersuchung der Götter? Nein, hier reißen wir uns die Haut vom Leib und wandeln unsere Gestalt. Hm. Immer noch besser als ein Zahnarztbesuch. Ace, Dankeschön für noch eine Verschenkung an Bancraft. Gut, umziehen müssen wir uns nicht. Genau, ich habe ganz miese Audio-Aussetzer manchmal. Ich bin nicht sicher. In Dialogen. Hades ließ es herbringen. Hinterlege ein Opfer für den Fährmann und du könntest unerwartete Hilfe erhalten. Aber sei vorsichtig. Argo hat das letzte Geschenk aus der Unterwelt kaputt gemacht. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Wer ist Argo? Ganz genau. Gut. Ich spiele auf ganz gemütlich aktuell auf einfach noch. Einfach aus Bequemlichkeitsgründen.
fühle mich gerade nicht nach Bayern. Ness, dankeschön für die Verschenkung des Subs und dankeschön für den Zug. Dann kriegt ich jetzt jeder auch noch schöne Emotes. Vielen herzlichen Dank. Tschut, tschut. Scharfschütze, Kopfschüsse fügen mehr Schaden zu. Und Leitschub. Mit der Zeit weniger Ausdauer verbrauchen. Braucht weniger Ausdauer als Klettern. Fortbewegung ist alles. Ja, wir haben ja gestern den Assassin's Creed DLC gespielt. Den letzten freien. Schweinsmann, auch Dankeschön für die Verschenkung des Subs. Gruppenzwang und so. Okay, Hechte voran, um mich schnell durchs Wasser zu WASD plus alt. Ja, das bin ich. WASD und alt. Alter. An. Ness. Dankeschön für die 20 Verschenken. Oh mein Gott. Ganz, ganz großes Dankeschön. Dieser Zug, ne? Ganz großes Dankeschön. Doch, doch. Okay, das war eine coole Animation. Vielen herzlichen Dank. Da ist wieder dieser wunderbare Duft. Ambrosia ist Leben. Du willst besser geschützt sein? Dann komm her und trink es. Und dann lass dich fallen. Einmal hat Athena die komplette Kylix ausgetrunken und die gesamte griechische Flotte zerstört. Kurz nachdem sie sich mit ihr verbündet hatte. Das war episch. Entschuldige, man muss wohl dabei gewesen sein. Viele meiner Verwandten waren dabei und starben. Ich habe Athena gesagt, sie soll das lassen. Aber hat sie gehört? Nein. Hier ist eine Saufanimation. Oh, zerstößeln wir das jetzt? Ja. Ey, da kannst du doch nur kleckern, wenn du aus so einem Ding trinkst. Flex, flex, dies, das. Macht ihr so Sub-Sachen? Alle von euch. 20, einfach 20. Psycho, dankeschön. Wenn du gern irgendwas kaufen willst. So. Oh! Handelbank! Handelbank des Zeus. Sammle Blitze des Zeus, um Phoenix maximale Ausdauer an der Handelbank des Zeus zu erhöhen. Und hier trainierst du? Oh Götter, nein! Was für eine Zeitverschwendung! Nutze einfach den Blitz des Zeus, um deine Muskeln und Ausdauer zu verbessern. So mache ich das immer. Upsi. Du bist eine Inspiration. Das höre ich öfter. Ah, guck mal, wir können es sogar einmal benutzen. Ich will nämlich sehen, wie das aussieht. Mach doch, er flex doch einfach mit im Hintergrund. Was soll denn das denn? Okay.
Ich glaube, wir haben jetzt alles ausprobiert, was es hier drin gibt. Rocky-Musik, ja. So, was haben wir noch? 50 Stunden. Das schaffe ich jetzt nicht am Stück. Insgesamt 24 Abos. Dankeschön. Oh, ich habe so ein Hippo mit Fragezeichen. Ich habe einen Level 3 Hype Train Emote erhalten. Ah, okay. Es gibt. Oh, was ist das denn für eine Taube? Gut, dankeschön. So. Dann müssen wir jetzt so eine Götterstatue suchen. Ich habe auch gelesen, dass es ungefähr so um die Zeit geht. Schon so einiges an Stunden. Ist halt auch wieder eine große Open World. Wo habe ich denn die Quests? Untersuche den Ort. Dann wollen wir mal die Orte hin untersuchen, oder? Aber ein Jet. Okay. Oh, so gut weit gekommen, muss man sagen. Wo in dem Po? Okay. Na komm, komm, komm. Ist hier nicht noch irgendwo was zum Werfen? Okay, ausgenockt. Takeaways mit Bots, was bringt das? Gar nichts. Das ist sehr richtig. Oh.
Ich muss irgendwas Schweres da drauf tun. Komm mit, Baumstamm. Der Fake Way ist ja genauso wie die Sache mit den gebottet werden, wenn man irgendwie Dwarfs hat und solche Sachen. Aber warum macht man das denn bewusst so? Keine Ahnung, ob danach die Accounts schlechter gewertet werden oder wie auch immer. Aber so ein richtiges Dingsystem hat Twitch ja nicht. Also ein richtiger Algorithmus wie YouTube. Okay. Ich habe mit keinem Ubisoft-Spiel so viele Probleme gehabt. Tatsache noch nicht. So, ich starte mal eben neu und gehe in der Zeit auf Toilette. Wahnsinn. Ich konnte nichts machen. Musste es über Taskmanager schließen.
So. Was, die meisten Bugs bei einem Ubisoft-Spiel hatte Unity. Ich hatte bei Unity gar keinen. Nur der Multiplayer-Modus war kacke. Was mich nur gestört hat, ist beim Starten ewige Laden. Lass mal gucken, ob DLC vorhanden. Ja, echt. Wir suchen nach Zusatzinhalten. Warum? Far Cry 3, Gamebreaker im Tutorial. Die Wache hat mich sogar im Gras gesehen, wo ich eigentlich unsichtbar war. Hm. Far Cry 3 war ja auch gar nicht so toll. Was? Der beste Far Cry, wo gibt? Fand ich nicht. Jeder muss ab und zu mal seinen Stil verändern, Zeus. Ja, das lädt auch echt viel zu lange. Guck mal. Das sollte es einfacher sein. Die Steine sind da. So, darf ich jetzt looten? Ja, man macht ja auch die Kiste nicht auf, indem man draufhaut. Baum wackeln, dann kommt da Hühnchen runter. Ja, Kratos kann die auch Kisten aus zerschlagen einfach. Vielleicht ist das ja eine Anspielung auf Kratos, der einfach heftig ist. Ich weiß nicht genau, warum ich dem Bären jetzt so eine Gewalt angetan habe. Aber ich finde das super, wenn die wegfliegen. Ah, Kratos. Ah, da wurde mir auch... 7. November war das so... Ich frage jeden Tag, glaube ich, wann die Spiele rauskommen. November, ja. Okay. So zwei Tage vertan. Was kommt denn am 7. November raus? Kommt bestimmt auch irgendwas raus. Ist ja die Zeit, wo alles rauskommt. Genauso wie Oktober. Am Porsche-Tag? Sammle Ausdauerkugeln. Ist das jetzt einfach nur so eine Challenge-Ding? Was zum Teufel? 7.11. nichts zu sehen. Okay, dann habe ich es einfach vertauscht. Ich bin tot. Das sieht auch nach einer echt nervigen Aufgabe aus.
Okay, das ist nicht die Mission, die ich machen wollte. Ja, Lilly ist okay. Woran erkenne ich den Main und woran Nebenquests? Zelda. Ja, ich habe vorhin den Trailer gesehen, war so. Echt still hier. Ist aber auch ganz schön. Kein Jammern von Hephaistos. Oder Streit zwischen Athena und Aphrodite. Oder Ares in Rage. Hast du doch die Legende. Er steht halt einfach nur Quest, sondern nicht Main Quest oder so. Das hätten sie doch auch wie eine Statue aus, wo wir hochklettern können. Das war ja die Ansage. Der Cosmic Remake freue ich mich drauf. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Ja, Zelda ist so. Bin mal gespannt, was es für ein Zelda wird. Ob es wieder im Breath of the Wild Open World Ding wird oder ob es jetzt auch wieder ein bisschen Richtung Tempel etc. geht. Das war halt so ein bisschen das Interessante da dran. Aber der Trailer ist halt so, okay, sieht eine Mischung aus wie Breath of the Wild und Skyward Sword. Dein Maul, ich geh jetzt einfach rein. Ja, das bin ich. Ich glaube, ich habe es genau falsch gemacht. Ja. Die muss ich nämlich hochbringen, damit ich die da drüben hochgießen kann. Die roten Dinger von den Bäumen auch ein. Wahrscheinlich um irgendwas abzugraden sind die. Ja, Breath of the Wild bin ich. Beziehungsweise Tears of bla bla bla. Tears of the Kingdom. Hat mich jetzt nicht so abgeholt. So. Man sieht ja auch ungefähr nur 10 Sekunden Gameplay und 8 davon ist Klettern. Links sieht in dem einen Outfit irgendwie so ein bisschen obdachlos aus, wo er die Wurzel hochklettert, als ob er gerade aus Kakariko kommt. Bin mal gespannt, was das wird. Okay, das ist aber jetzt hier ein großes Schieberätsel.
Ich musste ja ins Loch springen, ne? Habe ich selber Schuld. Wenn du ohne zu gucken ins Loch springst, kommst du nachher ins Teufelsküche oder so. Ja, und dann ist Ernst irgendwann 8 Jahre alt und dann willst du Ernst einfach umbringen, weil Ernst ist echt gar nicht so cool jetzt. Und dann versuchst du Serienkiller in eine Spielzeugpuppe per Voodoo zu transferieren, damit dann irgendwann diese Spielzeugpuppe den Ernst umbringt, damit du endlich wieder deine Ruhe hast. Da eskaliert es einfach vollkommen und dann, ja, es ist halt schwierig. Wie man es macht, macht man es falsch. Aber Chucky Season 2 Trailer sieht super aus. Welcher Trailer war noch super? Oh, was ich empfehlen kann, ich weiß nicht, hast du es geguckt? Hast du Cyberpunk, die Edgerunner-Serie geguckt oder irgendjemand anderes von den Anwesenden noch? Sehr, sehr, sehr gut. Ist Matt vorhin auch hier, vorhin auch da? Oder immer noch irgendwo im Lurk? Wer weiß, war schon ein bisschen spät. War auch begeistert. Also ist wirklich sehr gut geworden, die Serie. Ich hoffe ja, dass der DLC auch cool wird, der dann zu Cyberpunk kommen wird. Ich habe auch Tatsache nochmal Bock, Cyberpunk zu spielen, nach den ganzen Patches und etc. und den Mods, was es jetzt gibt. Falscher Knopf, falscher Knopf. Nein, wieder falscher Knopf, ich bin so dumm. Wieso kannst du hier nicht klettern? Du spielst nicht auf der PS4. Tust nicht. Tust nicht. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, auf den Last-Gen-Konsolen Cyberpunk spielen. Hast du überhaupt für den PC? Ja, perfekt. Dann spiel das. Aber hast du es nicht auch schon? Ja, ich hab's auch über GOG und bei GOG kostet es gerade irgendwie, wenn du es über eine der Sparfuchs-Webseiten dir holst, kostet es glaube ich gerade 16, 17 Euro. Und das ist es mehr als wert. Da bin ich auch gespannt. Alice in Borderlands war auch sehr interessant. Die Hülle von Cyberpunk ist ein Mauspad. Oh. Ja. Trotz Patches etc. und. Ist halt Cyberpunk immer noch nicht Next Gen. Also auf den alten Generationen kannst du es halt einfach nicht gut spielen. Ist halt einfach. Fakt. Haben wir es jetzt endlich geschafft. Oh, da hinten ist noch eine Truhe, ne? Och nö. Boah, da müssten wir hier hinten irgendwie eine Kugel noch hinrollen. Boah. Ja. Passt, ist mir viel zu anstrengend.
Aber dafür müsste ich auch die... Müsste ich halt die Kugel nehmen, die da hinten runterrollen. Um da hinten an die Kiste zu kommen. Das machen wir jetzt einfach. Warum? Weil wir es können. Weil wir es nachts halb eins haben, weil ich bis 14 Uhr geschlafen habe. Danke, danke, Drogen. Medizin meine ich. Die semi gut helfen. Und ich heute Nacht eh sonst nichts vorhab. Ja, ist halt schon traurig, dass es so gelaufen ist. Erst mit dem Krankwerden und den Kopfschmerzen haben wir ja nicht ausgesucht. Das ist das Ätzendste, was es gibt. Drogen sind schlimm, okay, ja. Überheblichkeit der einäugigen Giganten. Reden Sie hier von Cox oder wovon? Nicht von meinen. Ja, da sind doch nur zwei Teile anders drin wie in der normalen Collector's Edition, oder? So, wie kriege ich die Kugel da jetzt wieder hoch? Oder jiete ich die jetzt einmal hier runter? Oder funktioniert der Fahrstuhl wieder, wenn ich die hier reinpacke? Sind hier in der Jötner und in der anderen der Hammer drin? Schon ein bisschen mehr drin, ja, aber so nur noch so Kleinkram. Ah, gut, funktioniert wieder. Aber cooler Kleinkram. Ja, man kann sich auch über Kleinkram aufregen. Man kann sich auch über. Finde ich es eher okay, sich über erhöhte Strom-, Heiz- und Ölkosten aufzuregen. Shit, der da abläuft. Ein Brief heute im Briefkasten gehabt mit der Erhöhung. Auch so, okay. Alles, was ich jemals an Geld mehr verdient habe, hat sich damit relativiert. Aber man kriegt ja jetzt einen Energiezuschuss von 300 Euro, der voll versteuert wird. Halt dein Maul. Ja, geht ja erst ab 1.11. los, bis dahin bekommt ihr bestimmt noch was. Von 24 auf 36 Cent Kilowattstunde. Ey, ich dachte auch so, Leute. Neben meine Organe noch leicht. Gib dich zum abgestürzten Vogel. Vogel! Leute, nicht übergeben. Ich deck kurz die Karte auf. Eingestehen. Der wollte ich mal abnehmen.
Nee, ich glaube, die dürfen das, weil das rechtlich auch mit der EEG-Umlage von Staat und bla und bla und bla und ja, die. Ja. Voll der Arsch einfach. Was bringt das eigentlich, wenn ich die umbringe? Das ist, dass die lustig wegfliegen. Das ist ja miese, das ist ja alles rechtens und so und. Ist halt. Oh. Oh. Egal, lass uns nicht über. Doch. Oh. Ist halt echt unangenehm aktuell. Ich kann auch verbessern meine Trinke. Krass. Wow, was ich da auch alles reinballern kann. Okay. Na, ich glaube, das ist denen relativ egal, was du den Stromunternehmen anbietest. Außer du tötest die Tochter des Vorstands oder so. Führst du irgendwie nach Spanien und dann kommt irgend so ein Dude und denkt, da ist ein Zombie-Apokalypse am Start. Ich soll da hoch. Da man mal ein Schild hinstellen können. Dem drauf steht, kletter hier hoch, du Plepp. Hast du schon ein Dorf gegründet in Spanien, ne? Inspiriert aus Resident Evil 4. Was tatsächlich auch wirklich nett von der Atmosphäre her aussieht, was man im Trailer sieht. Ja, hoffentlich lohnt sich das dann auch bei der Tochter. Wer weiß, wie die drauf ist oder wie die ist oder die so. Ja, so eine ganz anstrengende sein. Ja, noch schlimmer. Phoenix begegnete einem geflügelten Wesen, das einer Fee ähnelte. Die wahre Natur dieses Wesens würde sich bald offenbaren. Also? Als Phoenix das erste gefangene Wesen befreite, ließ es einen Schrei ertönen. Was bedeutete? Große Heldin, ich bin nur ein Teil von Nike, der Siegesgöttin. Bitte befreie die anderen, damit ich wieder zu vollem Glanz gelange. Ohne Nike haben sie keine Chance. Sie ist wie eine schützende Hand oder dieses Ding, das einen beim Rennen schützt, ein Helm. Phoenix muss das Wesen zuerst befreien. Ja, aber mir kannst du es doch jetzt sagen. Würdest du bitte meine Erzählstruktur respektieren? Die Phoenix hat Uhu gemacht. Das war eine Uhu-Fee. Das war eine E-Girl-Fee.
Ambrosia. Ja! Nein. Das sind drei Nikes freigeschaltet, okay. Also ist das kein Hauptdings. 60 Stunden hast du gebraucht und dann nicht mal alles freigeschaltet, okay. Okay, ich muss wahrscheinlich auf den Arm. Wow! Des ewigen Frühlings. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören ein riesiger Baum, der in den Himmel reicht. Die Halle der Götter. Eros Palast. Oh schön, dann gab's ja doch noch ein Happy End für ihn. Und ein Palast, der Göttin der Schönheit höchstpersönlich gehört. Eros Palast, das ist sowas wie der Bumsetempel? Natürlich hat Aphrodite sich das erstklassige Grundstück mit dem besten Ausblick geschnappt. Solange sie vor neugierigen Blicken sicher ist, bin ich froh. Aus dieser atemberaubenden Höhe bemerkte Phönix einen Schwarm Vögel, der sich am allerschönsten Apfelbaum labte. So atemberaubend wie meine Idee, Aphrodite mit Hephaistos zu verheiraten, damit die anderen Götter sich nicht mehr um sie streiten. Ja, der Blick von den Höhen des Olymps ist was Besonderes. Ich war seit Jahren nicht mehr dort. Solche Höhen erreichst du nie wieder. Also hör einfach auf zu betteln.